Leute, und damit herzlich willkommen zu Half-Life in Anführungsstrichen 3. Ja, Half-Life Elix oder wie auch immer man die ausspricht. Alter, wie sieht das geil aus. Ich bezeichne dieses Spiel als das erste AAA-Titel für VR, weil hier ein riesiges Team dran gearbeitet hat, Valve halt. Und die haben jahrelang dran gearbeitet und alter Falter, sieht das Hammer aus. Ich habe nicht die größte Grafikeinstellung, die geht noch ein Stück höher. Aber what the fuck? Geile Scheiße. Ich muss gestehen, es ist ewig her, wo ich Half-Life 2 gespielt habe. Das soll noch vor Half-Life 2 spielen. Alter, wie geil das aussieht. Als wäre ich mitten in der Stadt. Da unten fahren die mit dem Fahrrad rum. Geile Scheiße. Alter, ich bin geflasht. Na, Taube, bist du auch geflasht? Ja, guck nicht so blöd weg, ey. Richtig nice. Wow. Alter, ich könnte hier stundenlang stehen. Geile Scheiße. Es sieht richtig gut aus, Leute. So, aber jetzt wollen wir erstmal loslegen. Analogstick, um dich zu bewegen. Genau, ich habe ja nicht teleportieren an. Weil ich finde teleportieren merkwürdig so ein bisschen. Aber ja gut, so komisch drehen ist aber auch nicht geil. Alter, guck mal, ich kann hier anfassen. Also ich muss sagen... Huch. Oh, das sind gerade ein bisschen geflackert. Geil. Ich möchte einfach nur leben in dieser Welt. Ich will gar nichts machen, ich will einfach nur leben. Was haben wir denn hier, geile? Lass uns mal hier... War schon leer. Hier, kleine Taub. Wir haben da bestimmt noch mehr geile Scheiße. Also ich glaube, die FPS-Zahl wird bei mir ein bisschen runtergehen, weil ich ja noch aufnehme. Ha! Wenigstens habe ich dich jetzt endlich erschreckt, blödes Taubenvieh. Was ist das denn hier, ein Radio? Oh, da war Musik. Geil. Oh, komische Musik hier. Willst du ausmachen? Das wäre ja richtig geil. Nee, leider dann doch nicht. So übertreiben wollten sie es wahrscheinlich auch nicht. Ich muss mich ein bisschen langsamer bewegen. Ich bin es schon eine Weile nicht mehr gewöhnt, VR zu spielen. Und ja, ich werde natürlich auch Boneworks irgendwann noch weitermachen, aber dieses Spiel reizt mich einfach so unglaublich viel mehr. Okay. Leute, verzeiht mir, wenn ich das mit Boneworks vergleiche. Oh! Ich wollte gerade sagen, bei Boneworks wären die jetzt kaputt gegangen. Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen in der Demo. Konnte man das doch aufmachen? Hey, mit den Index-Controllern komme ich immer noch nicht richtig klar, wie man sieht. Gelatin-Kalorienpaste. Na gut. Leute, ich weiß, ihr seid hungrig. Nimmt! Nimmt einfach! Einfach nehmen! Für alle ist was da! Willst du eine Cola da unten? Ich hab eine Katze gehört. Nimm die Cola! Geil. Die ist tatsächlich da unten gelandet. Richtig nice. Ist da Wasser drin? Nein. Na gut, Leute. Kann man nicht sprühen. Schade auch. Ah, stimmt. Index-Controller. Oh, geil. Habt ihr gesehen, wie ich dieser Matsch habe mit meiner Power? Moment. Oh, yeah. Geile Scheiße. Hey, wo kommst du denn auf einmal her? Würde ich kaputt drücken? Nein. Was ist das? Leute, ich weiß, ich halte mich immer viel zu sehr an diesen ganzen Details ab, aber das ist so geil, Alter. Es ist so richtig geil, es stottert nur ein bisschen. Dann drehen wir uns mal. Laufen wir hier natürlich jetzt gerne. Leider kann ich irgendwelche Anspielungen leider nicht so richtig...
Also ich kann nicht aufschieben. Leider nicht so richtig nachvollziehen, weil ich habe Half-Life 2, wollte ich jetzt eigentlich, bevor das Ganze angeht, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, die Half-Life-Teile waren 3 Wochen kostenlos spielbar oder sind kostenlos spielbar 3 Wochen. Und ich dachte, das geht so lange, bis Alex rauskommt. Aber Alex kommt jetzt anscheinend eine Woche früher raus. Ich hätte es geschafft, alle Teile noch durchzuspielen. Ich habe die 1 gespielt, Opposing Force 1 habe ich gespielt, Blue Shift habe ich gespielt und ich habe Half-Life 2 angefangen, aber bloß so 6 oder 8 Stunden gespielt. Alter, wieso gehen meine Finger, wenn du gar nicht richtig getrackt hier? Was ist das denn? Naja. Es sieht einfach geil aus. Oh, wir haben Eli. Oder Eli, Eli. Alex! Yo. How's it looking up there? It's good, Dad. Metrocop movement is normal. Ooh. Same for the combine patrols. How's it going in the stockyard? One combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never gonna miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone's hacked into the combine construction network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out, guaranteed. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. That is odd. What? What is... Well, we'll look into it when we get back. What is this? Meet back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Na gut, Leute, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das Spiel tatsächlich auf Englisch ist. Und man kann es scheinbar auch nicht auf Deutsch einstellen. Also gibt es diesmal leider keine deutsche Sprache. Das ist ja traurig, oder? Ich habe es was falsch eingestellt. Oh, geil. Moment, Moment. Das geht doch bestimmt. Yeah, guck mal hier. So. Ten. Chi. Wir schreiben das auf Deutsch. War. Hier. Scheiße. Geil. Ja, da kann man sich Stunden... Oh. Ups. Ich habe die Planung kaputt gemacht, falls das jemals Planung war. Ah, schwarz. Hey, da kann ich also noch ein Gesicht machen. Hier so mit Ohren. Ja. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, das Gesicht. Hat niemand gesehen. Oh. Hat niemand gesehen. Ah, falsch rum. So. Ist das geil. Leute, ich weiß, ihr wollt Action sehen, aber ich kann das nicht. Ich kann keine Action machen. Ich kann nur hier dumm rumgurken. Geile Scheiße. Na gut, dann, ja, ist ein bisschen traurig jetzt, muss ich sagen, dass wir jetzt hier nur... Geil. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es tatsächlich nicht kein richtiges Deutsch hat. Und übrigens, nicht wundern, theoretisch solltet ihr jetzt ein anderes HUD hier haben. Ihr solltet nachher ein HUD sehen können, vielleicht sieht man es jetzt noch nicht. Aber ihr habt als Zuschauer ein anderes HUD und auch die Bewegung soll ein bisschen smoother sein. Ist alles eingebaut für die Zuschauer, für Aufnahmen und so, haben die extra sowas eingebaut, dass ihr ein HUD habt. Weil ich habe nachher kein HUD, bei mir hängt das dann glaube ich alles an den Fingern dran oder so. Und ihr seht das dann als HUD richtig und könnt sehen, wie viel Leben ich noch habe und sowas. Smooth Kontrolle gibt es auch noch. Ich habe die zweithöchste Einstellung gemacht für Smoothness. Es gibt noch eine Einstellung, da ist das Neigen des Kopfes nicht mit drin. Das heißt, es bleibt immer gerade. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde nicht so viele Folgen, glaube ich, aufnehmen können jetzt am Anfang, weil ich muss morgen auch wieder arbeiten. Trotz, ihr wisst schon, Krise. So. Ach so. Ich bin stark. Ich bin ja auch eine starke Frau. Alter, das sieht so Hammer aus. Sieht einfach geil aus. Alter, wie gut das aussieht. Ich werde bekloppt. So. Was? Also, mir ist tatsächlich das Spiel abgeschmiert, beziehungsweise mein gesamter Rechner ist abgeschmiert. Das kann tatsächlich passieren. Meine Vega 7-Karte ist ziemlich kacke, was das Ganze angeht. Die stürzt gerne mal ab. Ich hoffe, das wird jetzt nicht mehr passieren. Ich habe jetzt nochmal statt 60 FPS 30 FPS Aufnahme drin. Notfalls muss ich vielleicht die Grafik runterschrauben, was richtig scheiße wäre, weil das sieht schon richtig geil aus. Ich habe ein bisschen Angst weiterzugehen, aber mal gucken, was der hier sagt.
Drücken und halten die B-Taste, um das Spielmenü ein- und auszublenden. Oha. Ja gut. Jetzt geht's hier runter. Ich bin gespannt. Alter, wie geil das aussieht. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie als man das erste Mal diese Resident Evil, diese Demo gespielt hat. Ihr wisst schon, die so richtig geil aussah. Aber ich glaube, die gab's nur auf dem, auf der PlayStation. Aber ich hab's halt nur bei Gronkh gesehen. Sieht einfach geil aus. Ich muss mal ganz kurz was testen, ob ich meine Abschirmung anhab. Oh shit. Ist gar nicht an. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich hier durch die Gegend schwinge. Okay, da ist ein lustiger Aufbau. Da tauchen auf einmal die Texturen auf. Natürlich jetzt nicht so geil, aber es sieht schon richtig geil aus. Für ein VR-Spiel. Mega. Okay. Wenn ihr guckt euch das mal das hier an, kann ich den Koffer mitnehmen? Na gut. Aber das ist das Geile. Es erinnert mich sehr stark an Bodenwerks. Sie haben sich bestimmt auch das Gewichtgefühl ist ein bisschen da. Nicht so stark wie bei Bodenwerks, finde ich aber gar nicht mal so schlecht, weil bei Bodenwerks fand ich es ein bisschen krass übertrieben. Okay. Und den Sack? Ne, den kann ich wahrscheinlich nicht aufheben, das dachte ich mir schon. Okay, aber ist schon schön. Oh, jetzt komme ich ja nicht raus. So. Hallo, schöne Welt. Oh, geil. Oh, Alter. Pass mal auf, wo du hintrittst. Alter, Falter, bist du bescheuert, Mann? Alter, du kleines Ding. Alter, du hast mein Dach kaputt gemacht, du Arschloch. Wer bezahlt denn das jetzt? Ey, das sind ja kleine Wichser hier. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Kopf nicht zu viel bewege für euch. Das sah schon merkwürdig aus, aber das, Alter, das merke ich mir, ne? Du bist dran. Ich weiß, wie du aussiehst. Ich hab deinen Kopf gesehen, Junge. Ich weiß, wie du aussiehst. Hallo? Oh, Alter, hab ich ein schönes Zimmer. Also an sich, ja, es ist ein bisschen rustikal. Aber wir haben schon mal hier leckere Dosen. Die brauchen wir, ist wichtig. Vorratshaltung, aber an sich sieht schon geil aus. Was ist das denn? Oh, süß! Oh, guck mal, wie süß! Du, 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 du. Ja, ja, Cookie, 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 Cookie. Oh. Nein, ich will nicht. Oh, ist das süß. Huch. Hallo, hier oben bin ich. Oh, schade, ich kann meinen Finger nicht reinmachen. Kannst auch leider nicht aufmachen. Ich will dich rausholen. Ich schlag dich einfach raus. Aber komm, Leute. Das Zimmer, auch wenn es natürlich etwas rustikal ist, aber ich finde das so geil. Das sieht schon irgendwie cool aus. So mit diesen riesigen Fenstern da auch. Diese kleinen Details, ne? Dieser Teppich, der einfach uneben ist. Wie geil das einfach ist. Diese kleinen Mini-Details. Das macht das Ganze so geil, das Spiel. Die ganzen Kabel da unten. Dieses kleine Ding da. Ist das hier was zu essen? Kaffee. Not Coffee. Okay. Oh. Okay. Das scheint dir zu gefallen, hä? Oh, das ist Schlafpulver, oder? Nee, das sah gerade so aus. Oh, Alter, ist das aggressiv, das Vieh. Geht nicht. Schade. Ich will das da rausholen, Leute. Ich werde das da rausholen heute noch. Was ist denn das da hinten? Das ist ein riesiger Stift. Naja, gut. Hier haben wir noch auf den Kassetten. Alter, das ist so geil, ey. Ich hoffe, das Spiel schmiert mich nochmal ab. Der Detailgrad auch von der Kassette einfach schon mega gut. Ich bin ein kleiner Fanboy. So, jetzt gucken wir mal hier durch. Dafür ist es doch da, oder? Da. Dieser Turm.
Was ist das mit dem Turm? Kann ich hier irgendwie zoomen? Also ich sehe nichts, es ist dunkel. Oh, hä? Ach so, das ist so ein Schutz? Nee. Hä? Ich glaube, das ist so ein Schutz, damit man nicht durch Wände guckt. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt in der Aufnahme. Ja, aber dieser Turm da, den sollen wir scheinbar anscheinend irgendwann mal besuchen. Ist ein bisschen merkwürdig markiert, fällt überhaupt nicht auf, dass hier so eine fette Kamera steht. Mehr kann man anscheinend damit nicht machen. Schade. Gut, dann. Oh, geil, eine Flasche. Oh. Diese kleinen Details, Alter. Traumhaft. So, wir versuchen mal hier mit so einer Kassette. Ja, scheiße. Hui, jipp. Oh, du hast ja geschlafen, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht wecken. Ich hör dich da raus. Okay, damit geht's schon mal nicht. Okay, dann bleibt uns nur der Stuhl. Ich werde dich befreien. Du bist so süß. Warte. Ach, schade, es geht einfach nicht. Es tut mir leid. Ich würde dich ja gerne rausholen. Ich würde das wirklich gerne mal mitnehmen, aber... Ey, diese kleinen Details, die sind so geil. Jetzt alles antatschen, bisschen was mitnehmen. Schade, dass man die nicht aufmachen kann, das ist ja noch geiler. Ah, ich hab's halt drauf, so lass uns weitergehen. Lass uns noch das Radio mitnehmen, wenn wir noch Musik haben. Huch, Schlafsack brauchen wir nicht, oder? Nö. Ich komme mit diesen Controllern einfach nicht klar, Leute. Ich will immer den Finger machen, aber dadurch greife ich halt gleichzeitig. Ich glaube, das können wir nicht gebrauchen. Okay, weiter geht's. Hier weg. Hier holen wir uns unsere Jacke. Ach, scheiße, die hängt da schon seit Jahren, Leute. Ich krieg die einfach nicht mehr ab. Die ist irgendwie so steif geworden, ich krieg die nicht mehr ab. Seit Jahren hängt die da. Ey, als hätten die mit Boneworks zusammengearbeitet. Ich meine, guckt euch das doch an. Als hätten die mit Boneworks zusammengearbeitet. Na gut, es ist aber zu groß, als Waffe zu nehmen. Wir drücken hier drauf. Erstmal Licht ausmachen. So. Oh. Er ist halt ein kaputter Ver- Oh. Aber wie geil ist das denn? Alex. Yo, was geht? Alex, are you good? Yep, ja, you got the reaction. Alles gut. Easy peasy. I'm headed back to the safe house right now to meet Dad. Go. We'll be in touch. Stay safe. Scheiße, es geht jetzt ab. Was? Einbruchsversuch? Antibürgerlich was? Ich hab nichts gemacht. Ich lebe hier. Alter, wie geil einfach. Das ist eine Taube. Ich hoffe, die wollen nicht zu mir. Das ist nicht so geil. Ich habe gar keine Waffe. Ich habe dieses Toilettencrap-Papier. Ich habe nichts gemacht. Hey, du Taube. Überbring mal eine Nachricht für mich. Taube. Nein. Scheiße, ich kann doch nicht nur mit so einem Toilettenpapier. Nimm das hier einfach. Das sieht so geil aus einfach. Ich muss es einfach tausendmal noch sagen. Es sieht einfach geil aus. Boah, geil, ey. Voll matschig und eklig. Deine Mini-Kakerlaken. Ah. Ich spiel mit meinem Leben. Ich weiß, Leute. Hallo? Suchen die jetzt nach mir? Glaubst du nicht? Alex, over here. Yo, ich bin What da. Is it? This doesn't seem like a routine sweep.
Are you sure everything went okay? 100%. Something's got the CPs riled up. Keep your head down and be smart. Ja, pass auf dich auf, Mann, pass auf dich auf. Blockieren hier einfach die ganzen Straßen auf einmal. Hier, lass uns weitergehen. Wir folgen der Taube. Da vorne sind auch welche. Oh, die sperren welche ein. Drücke den Block. Das ist ein bisschen... Oh, die da haben sie gesucht. Ich hole euch irgendwann da raus. Das habe ich natürlich nicht laut gesagt. Alter, wie geil das einfach aussieht. Fahrradschluss. Na gut, damit haben die ja ihre Leute. Sorry, ey. Ich bin so erstaunt, wie geil das einfach aussieht. Ey, ich kann mir gut vorstellen, dass so viele Streamer oder YouTuber, die das Ganze aufnehmen, auch sowas sagen werden, dass es mega geil aussieht. Es sieht einfach geil aus. Oh, ist das eine Waffe? Kann ich das als Waffe nehmen? Nein, kann ich nicht. Ist zu schwer. Ey, yo, Taube. Na. Ich würde gerne noch ein paar Dosen zerdrücken. Ja, trink mal einfach ein bisschen was. Tu mal einfach so, als würden wir hier einfach so dazugehören. Ich bin in meinem Block. Oh shit. Dachte, ich kann es damit aufmachen. Okay, hier geht's nicht lang. Napkopka irgendwas. Ich kann es nicht lesen. Oh, eine Dose. Was? Ist geil. Portal Storm continues. End to combine invasion. No rest irgendwas. Scientists remain unable to offer any solution to the ongoing portal storm that has devastated the city worldwide, nor are they any closer to the manner how to pretend when... Okay, da scheint jetzt irgendwie ein Problem zu sein. State of the market not no good. Scheiße, Japan, unknown, close. Astronomical downtown, Alter. Das ist 5 Jahre, glaube ich, vor Half-Life 2. Und ich weiß aber gar nicht, wie viele Jahre das jetzt quasi nach Half-Life 1 ist. Oh, ein geiles Fahrrad. Alter, was? Ey, ich bin ja total perplex gerade, dass das funktioniert. Alter. Alter. Scheiße, Mann. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Wieso sich das so gerade so geil anfühlt? Alter, guck mal, wie geil das ist. Na gut, wenn ich laufe, funktioniert es nicht mehr so gut, aber ich kann es so schieben, Alter. Alter, geil. Es ist ja der Wahnsinn. Wie geil das funktioniert. Ich kann sogar hier so... Okay, die ist gar keine, da ist halt keine Kette dran und trotzdem versucht er halt zu rollen, aber es ist allein schon, dass ich das so hier machen kann, so hier, und dann so lenken kann. Mega. Ich kann ich auch so rollen? Ey, das ist so geil, Leute. Ihr habt gar keine Ahnung. Das ist halt einfach... Es ist halt... Es trägt halt bei zu... Immersion? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Immersive? Ihr wisst schon. Hm, nichts drin. Auch nichts drin. Ich brauche eine Waffe, Alter. Alle leer. Geh wieder zu. Zu. Hier haben wir wieder die Loks. Hier. Wir machen mal ein bisschen schneller jetzt. Hier geht's bestimmt nicht lang. Oh, da oben. Oh, ja, gut. Entschuldigung. Da oben die Brötchen essen. Warum nicht? Ja, ja, ganz ruhig. Greif nach Sprossen. Ach, wie soll ich sonst eine Leiter hochklettern? Wenn ich da mit Sprossen...
Seitenfliegst. Wuhu! Hier bin ich! Alter, was für ein krasses Teil. Die Dinger sehen so krasser aus als die Teil 2. Weil jetzt ist man drinne. Sag mal ein bisschen Parcours hier. Bloß nicht runterfallen, wo soll ich denn hin? Bloß nicht runterfallen. Da bin ich jetzt rein. Hä? Was verwirrt. Hier rein, aha. Was? Ah, okay. Manchmal geht's nicht anders als teleportieren. Huch. Leute, nicht wundern. Manchmal muss man sich halt noch ein bisschen bewegen. Kann ich einfach reinjumpen? Boom! Na los! Wait, I just live here! Wait, don't shoot! Alter, ich wohne hier! Kriegst du mich nicht? Oh Scheiße! Dad! Oh fuck! Hey, wait, no! Voll in die Fresse, Alter, ernsthaft? Wieso bin ich so blöd und sage Dad, ey, bin ich doof? Ey, haben sie unseren Vater abkassiert jetzt oder einkassiert? Alter, das ist schon immersive, ey. Oh, krass, ey. Der hat echt, der steckt mir das Ding jetzt in die Fresse. Oh. Where are you taking me? Where's my father? Hello? Hallo? Damn it, where's my father? Wo ist mein Vater, Alter? Ich höre nicht auf. Oh! Oh fuck! Alter, ich kann. Oh Gott, wo bin ich? Okay. Hallo? Alex, you there? You've got to get moving. Russell, I've been in an accident. I know! I caused it, so technically not an accident. You've got to get moving. Wait, where's Dad? He's fine. Follow the drone. Oh, oh. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen traurig, dass man hier, dass alles Englisch ist. So, Dad's okay, right? Yeah, well, no, to be honest, he's not. But they've still got him. He was in a separate transport. And you saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van, so yes, the result was that I saved you. Do we know where they're taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. But I'm already working on a plan to get him back. You're close to my lab. Keep following the drone. We'll figure out what to do. Also Leute, ich muss ehrlich sagen, das ist Russell, so... Oh Gott. What did you guys find back there? Well, that's the crazy thing. I don't know. Just blurry pictures of a building. The Citadel? No, something else. And whatever it is, they're gonna kill anybody who saw it. And anybody who knows anybody who saw it. Which means us and your dad. Russell, just hang on. I'm almost there. Na bitte hör auf zu reden, danke. Ich kotze mich ein bisschen an mit den Untertiteln, weil ich lese die ganze Zeit den Untertitel. Ich kriege überhaupt nicht mit, was um mich herum passiert. Drücke die zugewiesene Taste zur Anzeige des Sprungindikators und lass sie zum Springen los. Was? Ja, die drücken. Ach, nach unten. Aha, okay. Boom, bam, ich gejumpt, Alter.
Boom! Yo! Ich komm gleich, da liegt irgendwas. Ah, das muss ein Aschenbecher. Nehme ich mit. Soll ich drüber jumpen oder da rein? Ich merk schon, ich soll hier rein. Altes, geiles Auto. Ach so, hier. Komm schon. Guck mal, das sind doch so Sachen. Ich würde gerade sagen, das sind doch so Sachen, die wir bei Bonebox gesehen haben. Oder bei Half-Life 2. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Das da gab es bei Half-Life 2 auf jeden Fall. Das hier auch so eine Schaufel. Geht das? Na, schade. Okay, weiter geht's. Oh, okay. Oh, fuck! Oh, Alter! Sure. Yeah, I'll be there in a minute. Alter, ich bring dir deine Drohne mit. Hier. Alter, da schreckt man sich richtig. Das ist auch noch so laut im Kopfhörer. Ja, das Ding wäre geiler gewesen, aber da komme ich jetzt nicht ran so. Doch. Ja, hier, die ist doch noch ganz so gut wie neu. Scheiße. Wie soll ich die jetzt mitnehmen? Ich gehe einfach hier so. Kann ich hier jumpen? Drücke und halte die zugewiesene Taste. Hä? Hä, da stand was mit nach vorne drücken. Huch. Hä? Macht denn nach vorne gar nichts? Okay. Please stand by. Scheiße. Wieso hat denn der so ein Spindel bei sich? Oha. Alex, great. Okay, let's wait. My drone's okay, right? Yeah, here nope, she. It exploded. I'm fine, by the way. Right, good. Let's see. That's the main. Schön. Hier wohnst du also? Das ist ja richtig geiler Russell. Bitte. They've got Dad. I know. This is bad. They're gonna find out what he knows, and then, yeah, they're gonna kill him. Oh God. But. The good news is, we've got something they don't. Which is? My plan to get him back. Great. Let's hear it. Now, pretty soon they're going to realize that your dad is not going to talk. And when that happens, he's off to have his brain sucked out. Russell. Potentially. Maybe not, though. I mean, they could just drill into Stop. His... Oh, yeah. Still your dad. Right. Well, what they will do is take him by train from here. This is Eli to Nova Prospect. And if he gets on that train, that's it. Right? Not necessarily. Grab something that represents us. Da? Was? Bin das Spiel jetzt von mir, hä? Ich finde es schwierig, die Anything will do. Die Story zu vergleichen, sowas. Hier. Oh. Entschuldigung. Okay, that's you. I thought you said us. Well, one of us, me, will have to stay here for this plan to work. All right, fair enough. Just outside, there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt, you deal with the Combine situation, and we get your dad back. Sounds good. Where's the train I'm taking? Out the back, through the yard. It's decommissioned, but I think I can hack into its controls. Oh, and get yourself a pair of Russells on the way out. Russells? The gloves, Alex. You know, the gravity gloves. I have a few sets through there. You can calibrate them out by the shed. Got it. We can do this, Alex.
You got that, didn't you, that I said we could do it? Because we're gonna do it. Yeah, we are. I'm with you every step of the way. Ja, das sieht so geil aus hier. Und ich muss aber auch... Ich habe leider keine Ahnung, ob das irgendwie eine Anspielung ist. Ist ein bisschen traurig, einige Anspielungen werde ich wahrscheinlich einfach nicht verstehen. So kleine Gimmicks. Kann ich was kaputt machen? Oh, do not eat? Was? Wieso nicht? Headcrapper? Ih, das ist ein Headcrapper! Wieso hast du sowas in deinem Kühlschrank? Bist du pervers oder was? Ja, ich lass das mal da drin, ne? Viel Spaß mit deinem Headcrapper oder wie die Dinger heißen. So ein perverses Schwein. Really useful something, something electronic light with levitation. Wassels. Ah, okay. Nur für S hat er nichts gefunden. Really useful something, something electronic lightweight levitation. Natürlich, Leute. Wie kann es auch anders sein? Sex. Scheiße. Alter, das ist so schwierig zu schreiben. Das soll ein M sein. Ma. Wie schreibt man Machine? Ihr wisst schon, was ich schreiben wollte. So. Alter, ich... Alter, Machine. Machine. SCA haben die ja gar nicht mehr. Schiene. Alter, ich bin so schlecht, ey. Ey, das ist doch... Das sieht doch nicht aus wie ein H, Alter. Hallo, man kannst du den Finger wegwischen? Alter, wie geil ist das denn? Ey, ich finde das ja mal so geil. sorry. Deine Dose wird zerquetscht. Was? Oh, sorry, ich hab die zerquetscht. Bin einfach zu strong for you. So. Das alte Memory? RAM-Riegel? So ein uralte? Nee, das ist ein... Ah, okay, sehe ich auch gerade. Das ist eine Grafikkarte, ich Idiot. Hier haben wir eine schöne, fette Grafikkarte, eine alte. Hier, Wassel! Du bist nicht Wassel, du heißt... Ich hab's vergessen. Oh. Zerquetschen. Geht nicht. Oh. Entschuldigung, ich hau ab. Tschüss. Ah, hier stehst du also. Oh, ist ja richtig gemütlich. Ist das deine Sexkammer oder sowas? Ja, mach halt zu hinter mir. Ist ja überhaupt nicht gruselig, Alter. Na dann. Oh yeah. Oh, da. Das ist mein Leben, oder? Die Herzen. Ihr habt jetzt, glaube ich, einen Hut unten. Und ich habe einfach nur Handschuhe. Ja, cool. Was ist mit denen jetzt? Was ist denn so geil? Ich meine, das sind Sex-Machine-Dinger, ich weiß, aber... Na gut, werden wir bestimmt noch mitgeteilt bekommen, was das genau macht. Ich kann bestimmt irgendwas fliegen lassen oder so. Nein. Hui. Hallo? Alright, you know how this goes. There should be a bunch of junk down there. Aim at something with your hand open. Ja gut, funktioniert echt gut. Ich hab die Macht! With your hand to target something. Ja. Ich habe die Macht! Die Macht! Will ich mich verarschen? Die Macht! Wie weit muss ich denn nah rangehen? Ich hab die Macht, Alter, was? Will ich verarschen? These gloves aren't going to calibrate by themselves. But I suppose they probably should. That's one thing I haven't fixed on them. Was steht da? Hä? Drücke die zugewiesene Taste, um das Ziel zu erfassen. Was ist yep, you tethered. Make a grip. Hä, wo ist denn die zugewiesene Taste? Hä? You've got it. Just a little flick of the wrist. Was? Yep, you're tethered. Now close your hand. Now what? Catch it. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Will ihr mich verarschen? So. Registered. Now flick your wrist to bring it in. Hä? Targeted. Alright, make a fist. Try catching it. You're on it. Try again.
Lass das mal los. Hey. You've got it. Just a little flick of the wrist. Oh, yes, scheiße. Like that? One more time. One more time, okay. Excellent. Now make it fast. Nee. Try catching it. Aber ich muss den Trigger... Alter, ist das eine komplizierte Kacke. Ich glaube, wenn man dann... Registered. Now flick your wrist to bring it in. Perfect, we're done. Oh, wait. I almost forgot. Alex, up here. Oh, yeah. I need a gun. Yeah. Give me the gun. It's unloaded now. Ja. Hey, aber das hätte ich von hier aus machen können, oder was? Die leuchten... Doch, die leuchten. Pick up the gun, Alex. Lol, aber wie würdest du das aus der Entfernung... Ich hab dich getroffen, geil. Aber das leuchtet so rot, Alter. Shit, ich sehe das kaum, dass das so flackert. Hey. I think it's on the hood of that car there. Kann ich gar nicht aufsetzen, schade. Du musst üben, Mann. I think it's on the hood of that car there. Kluck, kluck, kluck. Nee, erstmal aufmachen. Na, scheiße. Ja, gut, dann give me the gun. I think it's on the hood of that car. Oh, almost forgot. Guns need ammo. Ja. Here you go. Right, heading back to the courtroom. Was stand da? Scheiße. Na, ich kann so schnell nicht lesen. Ich bin halt richtig scheiße, was Englisch angeht. Ich kann Englisch lesen, aber so verstehen ist schwierig. Was? Halte die Taste, um deine Waffe zu wechseln. Was? Ach du Scheiße, es wirkt etwas schwierig. Ach, warte mal, ich kann loslassen, ohne dass ich die Waffe fallen lasse. Okay, die bleibt anscheinend auch in meiner Hand. Okay. Kannst ein bisschen stabilisieren. Muss üben. Na gut. Jetzt ist die Munition leer. Und zwar jetzt. Drücke die Taste, um das Magazin auszuwerfen. Die Taste. Ja, und jetzt? Ach, ich muss einfach nur... Ach, so funktioniert das. Ich muss bloß den Trigger pullen. Ah, ja. Kann ich die irgendwie wegstecken? Russell, huch! I'm out. Russell, ich habe keine Munition mehr. Give me more. Gib her. Wo ist das hin? Trotzdem nicht so easy. Ach, warte mal, muss ich auch was machen? Nee. Okay, der trappt das nicht alleine. Muss ich schon was machen? Okay. Danke, Russell. So, und jetzt? Soll ich irgendwas, hat er irgendwas? Ich glaube, irgendwas mit Auto hat er gesagt. Hier hinter das Auto. Wahrscheinlich hier. Oh, you took care of that lock then. Good. Great. Did have the key for it. But should have given you that. Ja, hättest du mir mal den Schlüssel gegeben, du Idiot. Jetzt hast du ja kein Schloss mehr. Was soll's? Ist ja nicht mein Problem. Wirf die Munition über deine Schulter, um sie im Rucksack aufzuwerfen. Was? Werf? Lol. Drücke und halte die Taste zum während der Bewegung, um zu klettern. Was? Drücke und halte die zugewiesene Taste. Ich muss sie drücken? Hä, was? Hä, da sieht nichts. Drücken nach vorne. Drücken nach vorne. Da kommt gar nichts. Ey, was ist denn das für ein Scheiß? Alright, here we go. Nach hinten drücken geht, ja. Thanks, Russell. Okay. Wir fahren jetzt zu dem Knast, wo ich schon mal mit Gordon war. Hier kann ich sogar schön schlafen, also ist ja richtig schön eingerichtet hier. Ach, mitten in der Nacht. Oh, Ladevorgang. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt gerade. Das ist ja wunderschön. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang gefahren sind. Oder wo wir generell jetzt waren auf dieser riesigen Karte. Falls ihr es dort gesehen habt.
Die Quarantänezone, oh. Hello, Alex? We might have a problem. Probably nothing to worry about, but... Did the train stop? It stopped, didn't it? Yeah, what happened? Oh, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Oh, shit. Ach du Scheiße. Wie soll ich zu Fuß laufen? Die Mauer sieht ganz schön... Oh. I got a dead zombie here. I thought the Combine sealed up the QZ. Ah, this one must have squirted out. I've heard they've had trouble with barnacle spores outside the containment area. But not about fellas like this. Probably not a one-off then. I doubt it. Alter, das sieht das eklig aus. Boah, der hat sich bewegt, Alter. Wie ist eine Taste und Anzeige des Sprungindikators. Lass mich mal. Was die für Krallen haben, diese Viecher, Alter. Bäh. Davon wird sie nicht getroffen werden. Ja, mach dich weg. Ich habe jetzt nur noch eine Hand oder was? Weil ich kann die Waffe ja nicht weglegen. Oder warte mal, da gab... Hier. Ah, so. Mach gut. Aber da muss ich jetzt auch runter. Also der Springindikator funktioniert schon. Hier liegen ja noch mehr Tote rum. Nur mal da rein. Oder auch nicht. Das sind so komische Geräusche. Ich hol mir doch lieber wieder meine Waffe raus. Da sind noch so eine Zombies. Überall Zombies. Was denn? Suche in der Umgebung nach nützlichen Gegenständen. Ah, would you look at that? Resin. And if there's resin around here, there should be a Combine Fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your firepower a bit. Alter, ich bin so schlecht darin. So. Was? Wirf das Polymer über deine Schulter, um es im Rucksack aufzubewahren. Soll ich das wirklich machen? Oder sollte ich das nicht eher verwenden gerade? Ich suche Leichen nach Gegenständen. Ja, hier ist ein Gegenstand. Ich sollte doch, glaube ich, irgendwas gerade machen. Wie komme ich überhaupt in meinen Rucksack rein? Ja, hier habe ich ein Magazin. Hier habe ich noch ein Magazin. Hier habe ich zwei Magazine. Ja. Ich konnte so schnell nicht lesen. Oh, da ist noch ein Magazin. Alter, ich drücke immer die falschen Tasten. So. Perfekt. So, und du? Geh mal weg. Bist du schwer, Alter? Ganz ruhig, du wirst noch schlafen. Später. Alter. Was ist los mit dir? Lass mich dich schieben. Ja. Dann bleib halt da liegen und klitsch durch die Gegend. Ich hab keinen Schlüssel. Ich lass die Waffe lieber mal draußen. Oh, eine Ratte. Alter, wie geil das hier aussieht. Hallo? Ich kenne Half-Life, deswegen habe ich jetzt schon Schiss. Da ist noch eine Ratte. Irgendwas klackert da. Oh, Alter! Hä? Will ich Funktionswerkzeug? Seit wann habe ich denn ein Multifunktionswerkzeug auf einmal? Wo ich das noch auf einmal her? Huh. I think I can reroute this with my multi-tool. Your what? It's a tool with multiple functions. So, you know, multi-tool. Oha. Okay, okay. Oha. Alex, that thing's incredible. You need an incredible brand name. Something that really sells it.
Who am I going to sell it to? The Combine's not going to be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Well, how about I call it the Alex? It's a little derivative of the Russells, but yeah, provisionally, sure. The Alex. Yeah. The Alex. Well done. Nice. Das ist ja nice. Du siehst die ganze... Ah, geil. Also schon cool gemacht. Hello? Oh, a health station. Russell, the Combine use these. Are they safe for people? Yeah. I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. Look, honestly, just pull the handle and put your hand in there. Guck mal hier, da ist so ein kleiner Wurm drin. Der ist ja süß. Oh nein! Leute, ich muss zugeben, ich habe es ja schon im Trailer gesehen, aber ist ja eklig. Oh. Oh ja, jetzt habe ich gleich 3 Herzen. Oh, der Wurm ist sogar noch nicht verbraucht. Hey, you were right. These are great. Yeah, great, Alter, great. Der Wurm ist noch nicht verbraucht, Leute. Mal ganz kurz ein bisschen am Headset rumspielen. Mal wieder zumachen. Waffe rausholen und weiter geht's. Ist doch was. Seh's doch. Vergessen, wie das geht. Was soll ich damit machen? Wirf das Polymer über deine Schulter und müssen. Ja. Ja, geil. Ist da was drin? Nein! Hebe schwere Objekte. Sorry, dass ich immer auf den Boden gucke, aber ich muss halt gucken, wo ich im Raum stehe. Das ist manchmal, ist VR noch ein bisschen. Ein bisschen unausgereift. Um schnell zur Waffe oder zur Hand zu wechseln. Ja, weiß. Warum wird mir das denn angezeigt, Mann? Geh weg. Hebe schwere Objekte mit beiden Händen. Ach so, deswegen. Guck mal, RTX. Nirgendwo was drin, da oben könnte was drin sein. Kann ich das eigentlich auch ziehen? So aus, ne? Leuchtet nicht. Die leuchten. So, das leuchtet. Das explodiert nicht. Na geil. Hier hat irgendjemand geschlafen. Ich schwöre es. Was? Oh, careful of that barnacle, Alex. Da haben wir sie, die Hängviecher. Stirb! Was denn, selbst 2 Schuss haben nicht gereicht? 3 mags left. Oh, gross. Hmm. Ja, schöner Schädel. Kann ich den aufheben? Oh, da hinten ist Munition. Oh, ich bin so faul, Alter. Bin einfach faul. Ich glaube, die haben sich einen Menschen geschnappt. Fast so aus wie ein Schädel, ne? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Oh. Sorry. Musste eben durch. How'd you meet my dad, anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah. Well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa. They said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. Lucky break for me, really. Not a lot of survivors. Honestly, it's a miracle you and your dad got out of there. Was, ich, Alex war auch in Black Mesa? Interessant.
Was sind denn das für Dinger? Ich sammle die ganze Zeit auf. Ich weiß nicht, was das ist. Ich konnte das nicht so schnell lesen. Diese Geräusche von diesen Viechern. Da ist eine Ratte. Ob ich die erwische? Ja, nach dem zweiten Schuss aber erst. Hä, diesmal hält der 3 Schuss aus, was? Hat er nicht was ausgespuckt gerade? Ja. Ach du Scheiße. Aber da habe ich schon eine Idee. Ich habe leider nichts anderes mehr. Oh. Okay, dann reicht diese eine Sache leider nicht. Die ist rot. Hier Schuss. Okay. Genau. Huch. Scheiße. Natürlich geil, wenn die immer Munition ausspucken würden. Das wäre natürlich nice, aber tun die wahrscheinlich nicht immer. Ey, das sieht immer noch so richtig geil aus. Wie, welche Entfernung geht das eigentlich? Mega. Alter, was ist denn das? Egal, ich nehm's mit. Lebst du noch? Du hast ein Magazin. Nice, danke, Mann. Wir sehen uns später, Mann. Ist da noch was drinne? Aha, ist doch noch was, oder? Riecht doch was. Arschen, was bist du? Ach, du bist ein Stück Gras, okay. Alter Falter. Überall Leichen. Das Witzige ist, Leute, das normale Half-Life würde ich wahrscheinlich nicht so also, da suche ich auch schon ab und zu mal ab, aber da rennt man schnell mal hin oder so. Im VR ist man halt wirklich drin und dann sucht man und findet Haufen von den Dingern, wo man keine Ahnung, was das ist, aber wir nutzen trotzdem alles mit. Oh, do you need a minute? Ja. Because, I mean, I could pause the feed. Just looking, Russ. Hallo? Was Nützliches drin? Oh, genau das habe ich gesucht. Da ist die Abriegelung. Jawohl, wir wollten ja da oben lang, aber das ist bestimmt auch so zu. Wir müssen irgendwie da rein. Wir müssen durch die Quarantänezone. Das ist nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ist zu. Nichts drin. Ha! Ich bin ein Jedi, Alter. Ich bin einfach ein Jedi. Was soll ich dazu sagen? Da bin ich jetzt doch kein Jedi. I take it the quarantine zone is behind this hatch? Yeah, that's where they keep it. I'll look around for a control panel to open it up. Muss ja wohl da drinne sein. Da ist ein fettes Kabel. Ich meine ja nur. Lass mal gucken. Wenn die nicht so ein Gesichtscrap drauf haben, dann können, sind die doch eigentlich tot, ne? Dann sollten die doch eigentlich nichts machen können. Alter, wie viel Munition habe ich denn jetzt? Wie viel Max? Kann man das nicht irgendwo sehen? Ich habe 70 Muni, Alter. 70 Muni. Wie gesagt, ihr habt vielleicht einen Hut.
Was? Ugh. Ach so, das war Alex, war das jetzt. Ich dachte, der Typ redet. Mal ganz kurz gucken hier. Mal kurz wegschieben, so. Geht denn das jetzt auf? Touch, touch, touch. Oh, ich verstehe. Alter! Komm. Komm. Ein bisschen eklig. Ein Jumpen oder was? Es gibt ja irgendwie so eine Kletteroption, aber nach vorne drücken soll das irgendwie sein. Aber sowas geht einfach nicht. Keine Ahnung, was sie mir damit sagen wollten. Komme ich denn jetzt nicht hier hoch? Ah, Kiste! Of course, Kisten gibt's ja auch noch. Erstmal die Waffe nehmen. Ja, irgendwo rein zu jumpen ist einfach ziemlich gruselig, muss ich sagen. Geht die Tür jetzt irgendwie auf? Nö. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Hier ist es echt verdammt dunkel. Hallo? Wenn ich nichts sehe, sehe ich nichts, ne? Kann ich mit meinen Armen Licht machen? Nee. Scheiße. Nee, dann gehe ich hier lieber gar nicht erst gucken. Das ist mir dann doch zu gruselig. Alter. Hilfe, Hilfe! Gib mir Muni! Gib mir Muni! Gib mir Aschenbecher! Nee, gib mir Kaffee! Hey. Wenn ich jetzt schieße, dann wird eine ordentliche Portion Kaffee, würde ich gerade sagen. Ich glaube, da ist nichts drin. Munition haben wir schon bekommen. Was denn? Der Aschenbecher hat ihn nicht hingeschmissen. Aber müsste hier nicht einfach ein Schalter sein? Na gut, das ist alles veraltete Scheiße hier. Das muss irgendwie neue Alien-Technologie sein. Da, sieht schon. Huh! Hallo? Moment. Was? Ah. You know, Russell, now that I'm walking into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. Well, actually, the word quarantine comes from the Italian quaranta giorni, which means God. 40 days. The period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the Black Death. All right. Cool. Gut zu wissen, Leute. Was ist das? Ah, das sieht aus wie eine Energy-Zelle oder sowas. That's the control panel. They've probably scrambled the circuit. But considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Moment. Oh, shit. Ja, ich repariere das mal eben. Easy, Alter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Nicht irgendwie aufmachen? Muss doch irgendwie... Da sind ja auch Aliens drin. Was ist denn hier los? Diese Alien-Technologie. Ich habe nie gewusst, dass sie so ekelhaft ist. Da ist ein roter Schalter übrigens. Bewegt sich auch noch. Das sind Gehirne. Igitt. Ja, die kann ich nicht rausziehen, ne? Das hätte ich mir gerne mal angeguckt, Alter. Das sind ganze Organismen.
Ja, das sieht nicht aus wie nur ein Gehirn, sondern auch wie so ein Herz oder so. Alter, ist das krank. Ja, hier rein damit. Oh, jetzt gehen sie auch. Aha. Das ekelhafte, eklige Scheiß. Was ist das? Wie geht? Da ist eine Ratte! Alter, da ist eine Ratte! Was zur Hölle? Oh, ist das eklig. Guck mal, da ist eine Ratte. Und da ist noch ein Maul. Ach du Scheiße. I'm gonna head in. How far is Fairview Junction? You'll go through the old subway tunnels on your way to the train yard. Have they started moving Dad yet? I don't think so, which is good news because we've still got time. Oh, that's great. Or bad news because they've already killed him. And you don't need to move a corpse, you just bury it. Or burn it. You still there, Alex? Mm-hmm. Was für eine krasse Scheiße, ey. Krass. Ey Leute, ich würde das Spiel jetzt mega gerne weiterspielen. Ich muss ehrlich sagen, ist bis jetzt echt das krasseste VR-Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe. Ist wie gesagt AAA. Mega geil. Also ihr könnt es euch vielleicht nicht so vorstellen, aber es ist so krass, wenn das hier so aufgeht. Ich würde es gerne weiterspielen. Ich muss morgen aber leider arbeiten, dementsprechend muss ich jetzt, glaube ich, erstmal Schluss machen. Ich muss mal gucken, wie ich die Folgen schneide. Ob ich vielleicht die erste Folge einfach eine komplett große Folge raushau. Alter, ist das geil. Es ist mega geil. Sagt mir mal an, ob ich... Der Kopf bewegt sich wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Ob ich vielleicht mal anmachen soll, dass sich der Kopf nicht mehr neigt, sondern gerade bleibt. Kann man alles einstellen. Mal, wie konnte ich ins Menü gehen? Nein? Ja, okay. Options. Ich kann es ja... Untertitel, alles eigentlich drin, Breite, Einstellung, UI, was gibt's denn noch? Gibt's auch so Farbenblindmodus, habe ich noch gar nicht geguckt, Orientierung der Waffenauswahl. Hä? Hybrid, Hand, Kopf. Höhe des Pausenmenüs, und mehr gibt's leider nicht. Eingabehilfe, Einzelcontroller. Höhe anpassen, Lichtempfindlichkeit. Nee. Ich kann das so ja machen, wenn ihr das wollt. Was da auf, wie das aussieht. So. Und wenn ich jetzt meinen Kopf neige, hier sind meine Hände. Wenn ich meinen Kopf so neige, dann bleibt, müsstet ihr eigentlich theoretisch gerade bleiben. Wenn ich jetzt so gucke, ist das vielleicht angenehmer für euch. Na, das ist ein guter Test jetzt mal. Das kann ich dann auch selbst mal in der Aufnahme sehen. Da ist noch eine Ratte! Alter, Ratte bedeutet töten. Got him. Ich hab ihn? Hä? Hä? Wieso hat ein Russell jetzt gesagt, ich hab ihn? Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, du! Du wirst nicht mutieren! Wie das Vieh da drin! Ich hab dir das scheiß Leben gerettet! Ja. In einer sehr verkorksten Art und Weise. Aber ich hab's dir gerettet. Krasse Scheiße, Leute. Ey, das war zu Spaß. Ich würde weitermachen, aber ich muss leider wirklich ins Bett, ey. Aber mega geil, Leute. Freut euch auf den nächsten Teil. Oh shit, morgen muss ich ja streamen. Nein. Gar keine Zeit zum Spielen. Nein. Hilfe, ich will weiterspielen. Scheiß Leben. Scheiß Real Life. Ich will für immer in meinem VR bleiben. Für immer.